Hallo und willkommen zurück bei Naturally Rawsome. Ich bin Eva und ich zeige euch heute ein ganz spezielles Rezept. Und zwar zeige ich euch, wie ihr Salz aus Sellerie macht. Ich persönlich esse kein Salz mehr, denn Salz ist für den menschlichen Körper ein Reizmittel und toxisch. Es tötet unsere Geschmacksnerven ab, verzögert unsere Verdauung und führt zu Wasseransammlungen. Des Weiteren kann es zu hohem Blutdruck führen. Selleriesalz ist also eine wundervolle Alternative zu normalem, jodiertem Tischsalz. Für dieses Rezept braucht ihr ungefähr einen Bund frischen Sellerie und ich habe ihn schon mal abgewaschen. Dann braucht ihr noch eine Küchenmaschine oder eine handbetriebene Küchenmaschine, so wie ich, von Tupperware, und eine Kaffeemühle für später. Des Weiteren braucht ihr noch ein Dörrgerät oder ihr könnt auch einen normalen Backofen auf niedriger Temperatur benutzen. Optimal wäre hierbei eine Temperatur von bis zu 40 Grad. Seid ihr bereit? Dann lasst uns loslegen. Als erstes schneiden wir die Selleriestangen in kleine Stücke. Nochmal probieren. Gut. Dann geben wir den Sellerie in unsere Küchenmaschine. Und häckseln ihn in noch kleinere Stücke. Und einer der Vorteile einer handbetriebenen Küchenmaschine ist, man bekommt gleichzeitig noch ein kleines Workout. Wenn euer Sellerie fein genug gehäckselt ist, dann verteilt ihn auf dem Blech eures Dörrgeräts oder auf einem Backofenblech. Und verteilt ihn gleichmäßig, damit er überall gleichmäßig trocknen kann. Wenn ihr all euren Sellerie klein gehäckselt und gleichmäßig verteilt habt, dann ist er fertig, um im Ofen getrocknet zu werden. Ihr könnt ihn entweder im Dörrgerät oder im Ofen bei unter 40 Grad trocknen. Ich trockne meinen im Backofen und habe noch einen weiteren Trick parat. Und zwar stecke ich immer einen Holzlöffel in die Backofentür, damit die Luft besser zirkulieren kann und es im Backofen nicht ganz so heiß wird. Willkommen zurück! Mein Sellerie war jetzt für ungefähr 9 Stunden im Backofen und konnte in dieser Zeit wunderbar durchtrocknen. Wie man sieht, der ist komplett getrocknet und fast wie Puder. Und zum Selleriesalz fehlt uns jetzt nur noch ein letzter Schritt. Hierzu brauchen wir die Kaffeemühle. Nehmt also euren getrockneten Sellerie und füllt ihn in die Kaffeemühle. Und dann malt euren Sellerie so fein wie Puder. Unser Selleriesalz ist nun fertig und muss nur noch in einen Salzstreuer gefüllt werden, um es zu benutzen. Nehmt also einen Trichter und füllt euer Selleriesalz in euren Salzstreuer. Et voilà, schon haben wir
unser Selleriesalz. Und ihr könnt es jetzt benutzen, um es auf Tomaten zu streuen oder auf Gurken oder noch besser auf Gurkennudeln. Ich hoffe, euch hat mein Rezept gefallen. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet und wie ihr es findet. Gebt mir ein Like, wenn ihr es gut fandet. Und bis zum nächsten Mal. Denkt dran, keep it light and simple and as always, naturally awesome. Bis zum nächsten Mal. Bye.